Und willkommen zurück beim Arbeitskraftmangel. Aber wir haben ja einen Plan. Hoffentlich können wir den umsetzen, bevor hier alles zusammenbricht. Wenn das hinhaut, Eine Produktion wurde angehalten. dann hoffe ich mal, dass sich das hier alles wieder stabilisiert. Glühbirnen. Gut, Glühbirnen, das stabilisiert sich dann hoffentlich von alleine. Davon haben wir genug. Kautschuk bist besorgen. Mal gucken. Andere Schiffchen schon wieder da? Nee. Ist hier was Interessantes zu Ist das kaufen? nicht ein wunderschöner Tag? Nee, außer vielleicht die Zigarren, bevor die wieder. Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Hand drauf. Jetzt auch mal. Unser Schiffchen ist erst hier, oder? Nee, das ist es nicht. Ist denn der Clipper? Hier ist der Alles Clipper. bereit. Gucken. Wie war die Verteilung für den Pendler Kai? Wovon brauchst du am meisten? Stahl 50, also eine Stahl. Ja gut, dann Bereit für den Einsatz. machen wir einmal voll Stahl. Einmal Fenster. Einmal Stahlbeton. Und das machen wir Route zuerst hier. eingezeichnet. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier Öl gleich abzufördern, falls es denn Not tun sollte. Was sein könnte. Ich glaube, das Öl ist tatsächlich ein bisschen Mangelware. Hier geht es auch nicht los, weil absolut keine Arbeitskräfte da sind. Eine Produktion wurde angehalten. Ja, ist. Ja, ist so schön mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Birnen, ja, die sind natürlich Dauer alle. Aber es fehlen nur noch 44. Also das Problem erübrigt sich von alleine, sobald das mal da hinten weg ist. Das Kaffeeproblem ist ein viel, ja, viel größeres. Habe ich denn noch Kaffee? Fährt doch schon einer hier von da, nee, nicht von der, von hier. Das Haben wir doch schon immer Emporium Kaffee weg. Exotique Und öffnet Schokolade seine und Pforte Rum. nicht für jeden. Ach, die kauft das auch weg. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das wissen wir inzwischen. Bleibt unser Dampfer. Ist das Öl? Öl? Gut, da kommt dreimal Öl. Das ist ja. Noch alle voll. Ja, Tanker bereit. Oh, der ist leer. Der hat 400. Der hat 333. Uiuiuiui. Okay, dann ist das was wir machen müssen. Wir müssen hier das Öl herholen. Das heißt, wir brauchen ja auch einen Ölhafen. Da ist er ja. Mehr Druck im Kessel. Halt mal aus. Zigarren haben wir genug. Okay. Oh, warte mal, das ist das Rumschiff. Nee, da. Frachtschiff steht bereit. Ganz verwirrt. Okay, Zigarren haben wir ohne Ende. Aber da und guckt er gerade erst an, ne? Arbeitskraft ist Mangelware. Halt! Nicht du, nicht schon mehr die Schiffe. Öl ist auch. Ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Da kommt er. Erwarten neue Horizonte. So. Damit müssten wir hier den Pendlerkai bauen können.
Wir können nur auf guten Wind hoffen. Ah ja, dem fehlt noch. Moment, einen Weg bekommst du auch noch. So. Alles bereit. Naja gut, den Stall werden wir hier brauchen. Fahren wir wieder zurück. Mal wieder ein paar Arbeitskräfte dazu bekommen. Das sind noch 36 Lampen. Kisten unter Deck! Dich wollte ich haben. Ja, Zigarren. Frachtschiff steht bereit! Kaffee und Baumwolle. Kautschuk steht immer noch auf 0. Brauchen wir Kautschuk dazu? Ja, ne? Nee. Ich würde auch gerne Kautschuk kaufen, wenn ihr das irgendwie transportieren könntet. So, Zigarren. Was mache ich jetzt mit den Zigarren? Halt! Verbrauchen nicht genug Zigarren. Mal Schokolade. Meine Frau und die Kleinen haben sich schon... Der Druck im Kessel. Wir lagern das mal hier drüben ein. Das bleibt uns gar nicht übrig. Und dann gucken wir mal hier, ob hier vielleicht die Bände doch noch ein bisschen Kautschuk. Hm. Du musst einfach einen Tee mit mir trinken. Du hast bloß Kaffee. Auch nicht. Spielstand gespeichert. Also Kautschuk rückt es auch nicht raus. Da hört sie ordentlich einen Kaffeevorrat. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Na, noch läuft's nicht so wie geplant. Frachtschiff steht bereit! So, die als eiserne Reserve. Wir brauchen einmal Fenster, einmal Stahlbeton, einmal Stahl, warte mal, da können wir gleich zweimal mit, da können wir gleich zweier bauen. Nochmal Stahlbeton und nochmal Fenster. Mal gucken, wo haben wir denn, der ist schon. Genau, guck mal hier hinten. Zum Horizont! Und hier ist auch noch. Das wären schon mal 400 mehr. Bereit für den Einsatz. Na ja, gut, jetzt haben wir keinen Stahl mehr. Da ist sogar ein bisschen Öl noch hängen geblieben. Jetzt brauchen wir Holz und Stahl, nicht wahr, für das Öl. Ach, Steine auch. Fenster. Okay, das wird sich noch ein bisschen ziehen. 600 Arbeitskräfte. Hier, da kriegen wir dazu. Dann hoffentlich normalisiert sich das alles wieder ein bisschen. Nur mit dem Kautschuk. Das ist ein Problemchen. Ich könnte den Kautschuk hier rausholen, wenn er ankommt. Einsatzbereit! Gucken, Kautschuk-Route. Kautschuk. Das kommt gerade, sehr gut. Schoner steht bereit. Ne, warte mal. Du machst mal kurz mal Pause. Wir werden das Kautschuk... Egal, wir werden das Kautschuk erstmal hier fahren. Ruder übernehmen! Ich glaube, es fehlt auch nicht mehr so viel, oder? 100 Kautschuk. Und wir haben... Ach, schon wieder ein Schaus. Noch 0. Okay, dann machst du das, machst es einfach leer. Dann passt das beim Kautschuk hier und in der nächsten Runde ist es einsatzbereit. Okay, du bist nicht Kautschuk. Dann darfst du in der nächsten Runde wieder normal fahren.
glaube, der Dampfer ist hinten angekommen. Das heißt, da können wir wieder Arbeitskräfte herholen. Oh, nee, ist doch noch nicht da. Wo ist er denn? Ach, da. Nein, nein, halten! War doch noch nicht so weit. Tja. Hier ist nix. Das geht zäh voran. Glühbirnen noch 15. Kautschuk ist da und auch gut. Dann mangelt das eigentlich nur noch an Arbeit und wahrscheinlich an Glühbirnen. Ah. Schoner steht bereit. Ach, die hat ja auch noch Zigarren. Gut, keine Zigarren mehr kaufen. Davon haben wir zu viel. So, jetzt kommt neue Befehle. Fenster und Stahl. Und einen Pendlerkai. Und dann noch einen. So. Kisten unter Deck. Und wenn wir schon hier rumfahren, dann machen wir hier auch noch gleich einen hin. Gratis Arbeitskräfte, die nehmen wir noch mit. Wieder gehämmert, ich höre es. Alles bereit. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Moment, da war das Öl, ne? Holz, wenn wir brauchen. Einmal Holz mit, dann brauchen wir auch Steine. Stahl ist ein bisschen knapp gerade. Ich weiß gar nicht, brauchen wir dafür Fenster? Nee, oder? Oh, doch. Stahlbeton und Fenster. Aha. Na, dann noch Stahlbeton mitnehmen. Ist. Fenster und Stahlbeton. Ölhafen müssen wir auch noch bauen. Ruder übernehmen. Na, ist er schon da? Nee, aber. Nee, da ist er erst. So, was habt ihr denn Schönes? Ich sollte nicht nach mehr fragen. Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber ich habe da eine Bitte. Bauen Sie einen Zeitungsstand oder einen Zeitungsstand? Naja, gut, wenn Sie schon so nett fragen, kriegen Sie in diesem Viertel auch einen Zeitungsstand. Passt doch super hin. Soll ich noch richtig rumstellen? Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Du mich auch. So, jetzt ist unser Schiff gleich da. Nein, nein, halten! Ausladen und einen Pendlerkai bauen. Stopp. Hier ist der Pendlerkai. Und noch einen Weg. Zack. Neue Befehle? Fehlen zwar immer noch 100, aber es müssten noch so langsam wieder die Glühbirnen kommen, oder? Die Brillen, ja gut, das ist wegen der Arbeitskraft mit den Brillen, aber Brillen könnten wir uns nicht bei der Bente mal besorgen, um den Zufall, ja, ich bin selbst gerade erst zurückgekommen.
Moment, den können wir mal leer machen. Dann fahren wir mal zur Bente. Dann holen wir uns da noch die Brillen, um das kleine Loch zu stopfen. Ja, die Konserven sind... Hätte ich noch eine zweite Konservenfabrik gebaut? Öl. Wir werden Öl brauchen. Erwarten neue Horizonte. Ja, sehr langsam. Aber ich glaube, wir nähern uns hier tatsächlich am Ende noch 5 Lampen. Glühbirnen. Ich glaube, das Problem ist gelöst damit. Weil wir helfen, wo wir können. Der Lampenlieferant hier ankommt. Warum er ist. Der ist Wein. Einsatzbereit. Ja, Investoren sind auch unter 5000 Kinder gefallen. Wir hatten mal 5000, jetzt haben wir nur noch 3400. Aber wird schon. Da, unser Schiffchen kommt gerade bei der Wand an. Spielstand gespeichert. Brillen. Oh, da haben wir uns ja ganz schön was eingehandelt. Ball drehen! Da kommt Wurst. Schoner steht bereit. Wo kommen denn die Lampen? Das sind Brillen. Ja, das... Das einsatzbereit. Oh, keine Lampen. Wer brauchen die denn mit den Lampen? Die Maschinen. Ei. Kohle. Einsatzbereit. Schmuck, du musst ja schon. Ah. Hier, 5 Lampen fehlen ihm noch. Hochräder, schon wieder diese Hochräder. Ein Kautschuk, ah ja, gut, gut, gut. Alles in Ordnung, da fehlt bloß Kautschuk. Das haben wir ihm ja gemopst. Für die Weltausstellung. Und auch die Lampen. Das ist doch sehr gut. Das braucht nur noch Zeit und dann sind wir alle Probleme los. Also... Zumindest die gröbsten. Die Arbeitermangel, also Ingenieursmangel. Ölmangel, ja, das Öl. Das leidige Thema Öl. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Das Schiffchen ist doch da. Ei. Aus, was, können ja schon mal planen. Ein Ölhafen. Hier. So, das geht sogar. Und als nächstes die Ölraffinerie. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ich glaube, wir kriegen sogar alle 3 rein. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh, Mello. Feuerwehr.
Alle ausrücken. Rumbrennerei, das ist gar nicht gut. Was machen die denn da immer? Rauchen die, während sie das da destillieren? So, aber es wird gelöscht. Noch drei Brände, oh je. Löscht die Flammen! So, den noch, ja. Mit Enge. Erledigt. Oh. Geldausstellung ist. Nochmal drüber schauen? Diese Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? Und noch das letzte Gebäude löschen. Los, los. Flammen wurden gelöscht. So, das haben wir in den Griff bekommen. Hier bräuchten wir noch. Erwarten neue Horizonte. Stahl. Neben dem Frachter brauchen wir hier auch noch einen Öltanker. Nanu? Hier. Achtung, der Boss. Zwei. Dran anhalten! Hier sind die Brillen. Dann nehme ich erstmal den Stahl von hier mit. Einmal Stahl. Und dann fahren wir nach hier noch einen Stahl holen. Da fehlt noch was. Steine, 1, 2, 3. Nee, das dürfte... Noch 30 Steine und 24 Stahl und dann noch für die Eisenbahn Holzscheibe noch genug zu haben. Okay. Mehr Druck im Kessel. Den Stahl mit. So. Steine, da kommen jetzt genug da. Holz auch. Hier nur. Holz mit. Wendemanöver! Ah, Öl ist hier tatsächlich knapp. So, da kommt ein Frachter irgendwann mal raus. Also jetzt gerade nicht, aber wenn wir das so machen, kommt der irgendwann mal raus. Der Öltanker braucht 9 Minuten. Warte mal, den Frachter brauche ich unbedingt. Brechen wir ab. Bauen uns mal lieber den Öltanker zuerst.
Jetzt muss bloß das Schiffchen hier ankommen, dann können wir da loslegen. Und wenn wir das dann stabilisiert haben, zumindest ein bisschen, dann werden wir hier die letzte Bauphase abschließen. Vorher nicht. Ja, Glühbirnen steigt, Kaffee ist so ein Dauerbrenner. Das nicht reicht mit diesen Kisten unter Deck. Oh, der hat auch kaum. Achso, da fahren glaube ich auch zwei, ne? Sie sind in Freiheit. Okay, aber es kommen über 150 an. Baumwolle ist auch da, also dass das nicht ausreicht. Weil bei der Madame hier fährt ja auch noch. Nee, nicht bei der. Bei der hier. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Schokolade rum, Kaffee und das, also. Es ist mir ein Feuer Rätsel. Ist ausgebrochen. Was? Am Pendler? Er hat gesagt. Arbeitskrafttransfer unterbrochen. Wie? Tja, der brennt wohl ab. Da haben wir nichts. Aber ich glaube, das können wir auch so. Stand gespeichert. Der Kaffee da ist. Es kommt ja mal ein bisschen Kaffee. Wie kam denn jetzt ein Kaffee? Ach, es ist schon stete Zufuhr. Ist schon verwunderlich, dass es nicht ausreicht. Das ist ein Öltanker, ist eigentlich voll. Maschinen laufen ja an. So, der bringt. Oh. Das heißt, das haut hin. 200 Tonnen. Könnten wir, haben wir genug? Da könnten wir sogar noch mal einmal. Na, wo war denn das Depot? Hier vielleicht. Ja, komm, der Baum ist da. So. Damit da noch ein bisschen mehr reinpasst. Frachtschiff steht bereit! Da kommt Ziegenkaffee und die anderen haben gerade unten abgelegt. Mit den 150 Kaffee. Sich langsam. Ich glaube, wenn wir genug Arbeitskräfte haben, dann passt das. Dampfwagen müssen sich ja jetzt stapeln schon. Die verbraucht ja gerade niemand. 41. Mehr Druck im Kessel. Da kommt der andere Kaffee. Beim Jupiter. Keine ich grüße Fleischkonserven. Dich. Die Jorgensen-Stiftung hilft. Nee, aber Fleischkonserven verkauft sie auch nicht mehr. Wann hapert es eigentlich? Strom, ja, natürlich. Woran sonst? Kran anhalten! So, dann gucken wir mal hier. Eins, die.
über Türme. Und jetzt noch Schienen legen. Das muss auch alles gar nicht kompliziert sein. Ja, passt. Das ist ja noch so ein aus Versehen hingebaut. So, ist auch wirklich angeschlossen. Ja. Die Flammen wurden gelöscht. Und hier auch. Ah, in Röschenhof haben sie das Feuer gelöscht. Seit den Sextanten sein. Ja. Und der ist nicht abgefackelt. Es ist kein Regen, solange... Das ist doch auch schön. Okay, jetzt brauchen wir nur den Öltanker. Das ist 3 Minuten. Das setzen wir noch aus. Wir machen schon mal die zweite Ölroute hier fertig. Und zwar Ölroute. Moment. Bei dem und nach da anfahren. Ja, einladen. Öl. Was sonst? Und ausladen. Öl. Ich glaube, da müssen wir auch nicht großartig was dazu bauen. Oder machen wir sich jetzt halber noch ein Öldepot? Anders, da. Ja, jetzt haben wir noch Material. Haben wir noch einmal. Müsste aber bei 700 rauskommen. Ich glaube, das ist okay. Das reicht. Hey! So, hier haben wir auch ein Hochradproblem. Jetzt fängt das hier auch schon wieder mit diesen Pelzmänteln an. Dickste Axt noch eins. Glühbirnen kommen auch nicht so recht aus der... Dann anhalten! Komm mal hier runter, vielleicht hat sie... Ich freue mich so sehr über Gold deinen Besuch. Brauchen wir Gold? Ja, könnten wir gebrauchen. Dann nehmen wir im Notfall das mit. Öltanker, Öltanker, noch eine Minute. Dann hoffe ich mal, dass hier die Produktion dann auch wieder steigt. Und Uhren. Lass mich raten, das ist Messing ausgegangen. Nee, Messing haben wir noch. Nee, Uhren waren Gold. Na gut, ist also Gold ausgegangen. Das heißt, das kriegen wir in den Griff, wenn wir von hier unten Gold kaufen. Fahr du auch mal zu Bente. Wenn ich noch irgendwo Klipper hier. Alles bereit. Hör du auch mal zu Bände, die kaufen wir jetzt leer. Schiff vom Stapel gelaufen. Und das Öl. Da ist das zweite Öl. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Der Schluckspecht. Es sind bereits 10 Stunden. Na holla die Waldfee. Es gibt es kein Achievement für die längste Spielzeit am Stück. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Na, wenn ihr das sagt... Aber das sieht gut aus. Achso, das ist ja gar nicht. Darum sieht es so gut aus. Das ist nicht unsere Insel. Ja, okay. Der Öltanker. Moment, das ist auch nicht unsere Insel. Verflixt noch jetzt. Doch, das war unsere Insel, aber die falsche. 92, 41. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Dann fährt jetzt der Öltanker. Hoffentlich. Was ist er denn? Da? Hallo? Ah,
Achso, ja, macht Sinn, dass er hier lang fährt, ja. Dann kriegen wir da hoffentlich Öl hin. Steigende Produktion. Und dann hoffentlich hier wieder alles normal dann. Wenn das dann alles klappt. Halt! So ein Zufall. Ich bin selbst gerade erst zurückgekommen. So. So viele Expeditionen konnten finanziert werden dank unseres Handels. Abdrehen beginnen! Gold her? Dass wir was in Reserve haben, da müssten dann hoffentlich diese ollen Uhren dann auch mal wieder nach oben kommen. Die Formel ist Gold, unvollständig. Der Öltanker ist bald das erste Mal da. Ich habe gerade meine Schmetterlinge katalogisiert. Tja, ansonsten hat sie gerade an der Stelle nichts. Hier hat sie auch nichts. Dort könnten wir ein bisschen Messing besorgen. Fahr mal dahin. Hol da mal Messing ab. Und da hat sie auch noch eine Insel. Da ist aber leider nichts. Okay. Beladen wir das Schiff hier noch fix mit Messing. Spielstand gespeichert. Und dann glaube ich wirklich, sieht das ganz gut aus. Gut, die Taschenuhren können wir uns, wartet mal, die Taschenuhren, wo war denn, wird noch ein Schiff geschickt. Das jetzt schon wieder hin. Denn diese olle, wo ist denn der olle Clipper hin? Da muss doch hier auch irgendwo rumfahren. Weiß doch, dass ich ihn losgeschickt habe. Moment, der Clipper. Ach, der ist schon hier. Ja gut, haben wir denn. Erzähl mir von deinen Abenteuern, ja? Nee, immer noch nichts. Dann fahren wir nämlich hier noch die Taschen und Steuermann kaufen so lange. Ah, hier kommt er. Du nimmst das Messing mit. Da. Damit wir die Lücken schließen können, bis sie sich von alleine schließen. Ja, ein Röschenhof. Wer will denn nach Röschenhof? Oder Röschenhof? Wer will denn schon nach Röschenhof? Das nicht ein wunderschöner Tag? So, das ganze Messing. Da haben wir uns ja ganz schön was eingehandelt. Und dorthin. Okay. Dann sind alle Schiffe auf dem Weg. Und dann schauen wir mal, dass wir in der nächsten Folge die Weltausstellung eröffnen können. Bis dann. Ciao, ciao.